Yo Leute, was geht? Jake ist wieder da und heute spielen wir Planet Coaster. Ich habe das Spiel gesehen von diversen YouTubern, unter anderem auch German Let's Play. Und ich dachte mir, komm, let's playst du das mal und testest das auch mal an. Wie man hier sieht, habe ich schon ein Spiel schon angefangen, um nur mal zu gucken, wie das ist. Halt, ob es mir gefällt oder nicht. Und ja, mich hat das Spiel zum Beispiel sehr überzeugt. Auf jeden Fall. Ich habe ja schon gesehen, was diverse andere Rollercoaster-Spiele gebracht haben, also wie Rollercoaster Tycoon und dieses andere, ich weiß nicht, was auch nur durch ein Kickstarter-Projekt gestartet wurde, keine Ahnung. Jedenfalls, ich fand, das ist einer der coolsten und ja, dann fangen wir doch mal einen neuen Spielstand an. Wir können jetzt hier wählen, entweder Tutorial-Videos, meine Parks, Karriere, Sandbox und Herausforderungen. Ich denke mal, Sandbox erklärt sich von selber. Wir haben unendlich Geld und können unserer Kreativität freien Lauf lassen. Karriere durchlaufen unsere Karrieremodus in dem Szenario. Achso, das ist so ungefähr wie Szenario zum Beispiel, dass ein Park untergegangen ist und wir den halt wieder retten müssen. Ja, meine Parks, sieh dir deine gespeicherten Parks an. Tutorials sind bald verfügbar, noch nicht, also das ist noch in der Beta. Und Herausforderungen, um in diesem Modus Erfolg zu haben, musst du dein Budget unter der Kontrolle halten. Dir werden anfangs nur wenige Optionen zur Verfügung stehen, bis du die Erweiterung für deinen Park verdienst. Da gehen wir direkt mal rein und jetzt können wir schon sehen, es gibt die Tropen, es gibt die Wüste, es gibt die Graslandschaft, es gibt den Laubwald und es gibt Alpin. Und ich denke, wir werden in... Ich weiß nicht. Ich glaube, wir gehen in Alpin rein. Das sieht nach einer... Wir gehen in Laubwald. Laubwald sieht schön friedlich aus. Und wir nennen den Park... Wie sollen wir den nennen? Nennen wir den fürs erste... Let's Play. Wir nehmen Mittel wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich ganz okay für den Anfang. Und ja, neu starten. Da sind wir im Ladebildschirm. Und mit einer herzhaften Musik. Naja, hier wird uns nochmal hier oben erklärt, was die Steuerungen sind. Weil ich die schon kenne, lasse ich die mal weg. Herausforderungen sind auch schon noch nicht da. Doch, erreichen sie... Szeneriebewertung von 40. Oh, okay. Naja, das ist unser Park. Wir haben einen Eingangsweg. Schon irgendwie creepy, wenn man so sieht, dass das so ein Tunnel ist. Okay, ein Portal. Naja, scheiß drauf. Egal. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal Wege. Ich glaube, wir nehmen den ganz normalen Standardweg und gehen erstmal ein Stückchen. So, das müsste fürs erste erstmal reichen. Dann bauen wir schon Laden und Servicegebäude. Bauen wir schon mal einen Burgerladen. Der muss doch lol, warum lädt die Textur so langsam? Alter, hab ich ja vorher noch nie gehabt so. Naja, egal. Jedenfalls, dann tun wir den Burgerladen schön hier hin. Und dann bauen wir noch direkt eine Getränkehütte. Warum lädt das denn so langsam? Okay. Muss ich mal gucken, was das sein könnte. So. Eine Getränkehütte noch. Okay, warum kommt da jetzt so ein Move-Sound raus? Naja, scheiß drauf. Ja. Was können wir noch machen? Getränkete, Märchendorf, Beefladen. Genau, wir brauchen auf jeden Fall Toiletten. Und ich denke, wir werden außer von diesem hier in den Piraten-Style reingehen. Heißt, wir bauen schon mal Piratentoiletten hier an die Seite. Ich denke mal, wir machen das recht nah an den Essens... Nee, nicht so nah an den Essensläden am besten. So, dann bleibt noch ein Platz für Bänke und sonstiges. Und weil ich schon bei German Let's Play gesehen habe, dass das ein Problem war. Oh fuck, ich glaube, wir müssen später ein Budget noch aufnehmen.
machen wir noch einen Weg hierhin. So und so. Und ich glaube, jetzt haben wir kein Geld mehr für ein Achterbahngeschäft. Doch, wir haben für Wild Blue noch ein Geschäft. Wir haben noch für Wild Blue ein Geschäft, alles klar. Haben wir auf jeden Fall noch Geld. Und wie ich sonst sehe, haben wir für fast alles eigentlich noch Geld genug. Ich glaube, wir bauen mal das hier. Aber nicht direkt hier, sondern etwas. Wie viel Geld brauchen wir dafür? Oh, genau, ey. Wir müssen erstmal Parkverwaltung, Finanzen, Darlehen. Und wir nehmen jetzt mal das billigste Darlehen hier. Haben wir hinzugefügt. Jetzt haben wir noch ein bisschen Geld mehr. So. Gehen wir mal hier hin. Noch einmal. Schön. So, und jetzt gehen wir auf Fahrgeschäfte. Psychola. Lustiger Name auf jeden Fall. Und bauen das hier hin, oder? Sollen wir das hier hin bauen? Ich glaube, wir machen das mehr. Wie sollen wir das am besten machen? Ich glaube, wir bauen das so hin. Eingang platzieren. Ich habe schon eine kleine Idee. Wir bauen den Eingang hier hin. Den Ausgang platzieren wir direkt hier, weil Ausgang ist ja einfach nur Ausgang. Da können die sich verpissen. Da brauchen wir ja keine Warteschlange. So, und dann machen wir Wege, Warteschlangen. Was für einen Weg nehmen wir? Ich glaube, wir nehmen einen ganz normalen schwarzen. So. Warum ist jetzt die Hilfe gekommen? Ich brauche keine Hilfe, ich weiß, wie die Steuerung funktioniert. So. Ich hoffe, das wird für den Anfang reichen, weil ich hatte schon ziemlich oft das Problem gehabt, dass die einfach gesagt haben, ich warte nicht so lange für sowas. Und dann habe ich mich schon ziemlich darüber aufgeregt. Naja, jetzt werden wir auf jeden Fall nochmal die Finanzen, werden wir erstmal für den Park einen kleinen Ertrag fordern. Also Betrag fordern. Für normale Menschen sagen wir mal 3 Euro. Und für Kinder sagen wir mal 1 Euro. Dann ist das für den Anfang ganz okay. Aber später müssen wir es halt nochmal erhöhen. Was ich auf jeden Fall hier noch machen. Hallo? Achso. Werde es nicht Wartung, Finanzen anpassen. Wo ist das jetzt? Erstmal werde ich mal 3/4 besetzt machen, damit das schon. So, Wartezeit soll auf 20 Sekunden mindestens und 25 maximal sein. Premium Pass aktivieren, das wollte ich machen. Hier platzieren wir den Eingang hin. Geht das nicht? Warum geht das nicht? Das verstehe ich leider jetzt nicht. Interessant. Warte mal, ich kann ja doch. Nee, ich kann keinen weiteren Weg hier hinbauen. Naja, dann müssen wir halt mal nochmal gucken. Dann aktivieren wir nicht den Premium Pass. Dann machen wir es mal Tests. Also Test starten. Das wird dann erstmal für den Anfang reichen. So, wir holen uns auf jeden Fall schon direkt mal Personal. Einen Techniker erstmal, denke ich mal, das reicht für den Anfang. Weil ich habe schon mal die Erfahrung gemacht, dass ich zu viel Personal gekauft habe und dadurch ständig im Minusbereich war. Was jetzt aber auch nicht fehlen. Oh, warum laufen alle weg? Hey, bleib doch stehen. Auch die haben keine Energie mehr, die ollen Bobs. Und die haben Hunger. Ja, dann geht doch in den Burgerladen rein. Da ist doch schön was zu fressen da. Naja. Oh, wir haben schon 2 Verkäufe insgesamt gemacht. Nice. Was habe ich gesagt? Genau. Was jetzt nicht fehlen darf, sind Mülleimer bzw. Mülltonnen. Müll. Da, und dann hole ich mir die Parkmülltonnen. Die haben platziere ich mal 2 hier hin. So, jetzt machen wir noch
Ich mach das weg, das ich hab keinen Bock mehr. Jetzt muss ich noch vielleicht ein paar Bänke. Okay, Bank heißt es anscheinend auch nicht. Ich gebe mal Park ein, weil Park da doch Parkbank. Okay. Wieso das jetzt nicht funktioniert, ist mir jetzt aber auch egal. Ist jetzt mir auch egal. So, dann machen wir noch hier Sitzmöglichkeiten hin. So, dann müsste es doch erstmal ein bisschen laufen hier. Ich denke mal. Ach genau, was auch nicht fehlen darf in keinem Park, ist ein cooles Maskottchen bzw. ein Unterhalter. Und ich glaube, wir nehmen da den Chief Beef, der ist ziemlich lustig. So, ist der Test fertig, also heißt, kann man öffnen. Schön, da kommt das, da kommt Feuerwerk raus, schöne Sache. Ja, so, alles ist gesorgt. Getränkestand ist zu erreichen, dann ist, die Burgerbude zu erreichen, hat überall Wege. Dann hat die Achterbahn, beziehungsweise das erste Fahrgeschäft, Platz genug und so. Ah, sieht aber cool aus, das Fahrgeschäft, da möchte ich auch mal drauf. Ich freue mich schon, wenn die Beta zu Ende ist und man anfängt das richtige Spiel zu spielen. So, die Toilette ist auch gut dabei, würde ich mal sagen. Und da kommen die nächsten Parkgäste. Wir sehen, ich bin bei minus 1 Dollar. Geil. Minus 7 Dollar. Ach ja, was ich auch machen werde, ist erstmal. Das ist jetzt zwar schlecht, weil ich dann später erst das Darlehen zurückbezahlen kann, aber ich mache 100 pro Monat, nicht 150 oder 130, ich weiß jetzt nicht, was da stand. Auf jeden Fall sollte das erstmal genügen, damit erstmal die nähere Kohle rankommt. Parkbewertung liegt bei 117 zurzeit. Wir haben Gäste, sind 13 Leute gerade eben. 15 jetzt. Und was auch cool ist an diesem Spiel, du kannst die Personenkamera aktivieren. Hey Leute, was geht? Ah, ja, genau, lass mal auf die Achterbahn drauf. Die ist bestimmt cool. Ja. Oh, Toilette, sieht schön aus. Ja. Und da ist sie. Die erste Truppe Besucher, die Achterbahn des Schreckens besucht. Oh, das ist ja toll. Oh, wir sind ja beim Plus, wir sind ja beim Minus, jetzt sind wir bei der Plus. Geil. Minus, cool. Ja, Plus ist auf jeden Fall abgefahren. Der Park ist geöffnet. Warum ist dir das zu teuer? Das sind doch nur lappige 6 Euro. Naja, dann machen wir es mal auf 4,50. Das sollte doch eventuell besser sein. Ich meine, das ist ein Ersparnis von 1,50 Euro. Wenn nämlich das nicht alles. Wow, monatlicher Profit 862 minus. Yo, so gönne ich mir das, meine Freunde. Nein, wir haben jetzt halt nur viele Ausgaben getätigt, sonst geht der Park ja nicht voran. So, ich hoffe mal, die ersten Besucher kommen auch direkt rein. Ja, da wird das Fahrgeschäft angehalten. Ja, komm, Tür auf. Schön, da gehen sie rein. Das sieht doch toll aus. Boah, da ist aber eine Menschenmenge. Das ist doch schön. Wir haben zurzeit 102 Menschen in unserem Park drin. Oh, bevor uns das jetzt weggeht, weiß ich auf jeden Fall, wir müssen Sachen neben diese Warteschlange tun, damit den ollen Menschen nicht langweilig wird. Da habe ich mir schon was überlegt. Es gibt ja diese Cowboy-Shot-Statuen. Ich kann es mir das mal zeigen. Also auf jeden Fall die schießen. Oder Quick-Draw. Und ich habe mir gedacht, fürs Erste wäre es doch cool, wenn ich erstmal mal gucken, wie so ein kleiner Wagen, wie viel kostet der hier? Das ist eine Bauernkarre. Nee, nicht so eine. Ich möchte schon so eine vom Wilden Westen haben. Wenn ihr versteht, welche ich meine. Wo sind die Dinger denn jetzt? Nein, kein Gepäckwagen.
Oh, eine Holzkiste, aber die brauche ich hier gerade nicht. Was? Käse? Nice, Käse. Ein Käsemarkthändler. Oh, hier gibt es noch eine geile Lokomotive. Tschüss. Da habe ich aber schon eine Idee, was ich mit der machen werde. Da, da sind die. Planwagen. Nice. Und einmal ohne Plane. Ach so, und noch so ein Planwagen-Transportmensch. Ich glaube, ich nehme den erstmal ohne weitere Details. Ich fliege, ah, der kostet nur 10, das ist doch schon mal cool. Kamera. So. Den ersten tue ich so ungefähr hin. Den zweiten mit so einer Plane tue ich so hin. Jetzt hole ich diesen Typen mit der, diesen Cowboy halt. Da Cowboy Shoot. So, und wenn ihr, wenn ihr euch jetzt denkt, so cool, was soll das, ist doch voll langweilig. Nee, das steigt sogar diese Szenerie, die man da machen muss. Und das sieht, hat noch einen coolen Effekt, weil es einfach belebter aussieht. Und es sah witzig aus. Ich kann vielleicht mal bei Gelegenheit ein Screenshot einblenden, wie ich ein kleines Szenario gemacht habe. Was ist das? Explodierendes Holzfass. Oh, das klingt verlockend, ist aber nicht das, was ich suche. Da, das normale Holzfass. So, und machen wir nochmal so. Und jetzt haben wir so einen Typen, der sich hinter so einer, hinter so Holzkisten fässern und die Gäste anschießt. Und das, finde ich, hat doch schon mal so einen netten Effekt. Und später kann man, wenn ich jetzt finde, noch solche Typen mit Laser aufstellen und dann so eine richtig kranke, so ein schießender Bogenschütze zum Beispiel. Das ist auch zum Beispiel voll cool. Das kann man richtig gut beim Mittelalter verwenden. Oder schießender, wie heißt das? Rotrock, okay. Jedenfalls, oder zum Beispiel, das meine ich. Diese Aliens da, die erst schießen, erst nachladen. Achso, der schießt und lädt nur nach. Weil es gibt noch einige Leute, die schießen ein, zwei Mal und sterben danach. Also tun sie natürlich, als ob die sterben würden. Und ja, jetzt sind die Gäste wenigstens ein bisschen unterhaltener an der Warteschlange, obwohl, okay. Hätte ich vielleicht doch hier machen sollen. Ja, wir nähern uns dem Ende, weil ich die Parts in so 20 Minuten halt, also die, mein Gott, was ist los mit mir? Oh, ich habe eine Herausforderung gemeistert, oder? Nein. Ich habe eine Herausforderung bekommen. So, also erstmal erreiche Szeneriebewertung von 40. Das meinte ich, das ist so eine Szenerie. Erreiche einen monatlichen Gewinn von $1000. Das schaffen wir, easy. Baue eine Achterbahn mit einem tiefen tiefsten Fall von mindestens 40 Metern. Okay, schaffen wir. Was ist mit dem bei Szenerie? Siehst du, da ist 21% zum Beispiel. Und das auch nur, weil ich jetzt zwei Wegen platziert habe und halt so einen Menschen hinter zwei Fässern. Und das kann man halt ziemlich easy peasy heben. Ja, aber ich finde das schon nice. Also wenn das in echt geben würde, oder vielleicht gibt es ja auch in echt, habe ich wahrscheinlich noch nie gesehen. Dann mal auf jeden Fall dann mal drauf fahren. So, ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat der erste Part gefallen. Lasst doch bitte einen Daumen da, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, und abonniert mich, falls ihr mehr davon sehen wollt. Und ja, dann sage ich ciao und viel Spaß noch.